Danke für den Bonk. Den habe ich jetzt auch ein bisschen vergrößert. Ich habe heute ein bisschen Troubleshooting betrieben und ein paar Sachen, die nicht so geil funktioniert haben, ein bisschen geiler gemacht. Bin sehr stolz. Ich habe sogar ein bisschen Wind in meinen. Ey, blödes Pokémon. Ich habe sogar ein bisschen Wind in meinen VTuber gemacht, dass es so ein bisschen dynamischer aussieht. Und ich habe die auch komplett neu kalibriert. Das heißt, es dürfte heute nicht mehr passieren, dass sie die ganze Zeit schlecht gelaunt ist. I hope so. Mein erstes Mal das neue Zelda. Wuhu. Ja, es geht los. Also, ihr habt nicht allzu viel verpasst, sag ich mal. Danke für den Bonk. Wenn ihr das erste Mal jetzt nicht dabei wart, wir haben die ersten drei Schreine gestern gemacht. Die Karte ist sehr, sehr groß. Also gefühlt auf jeden Fall, diese Anfangsinsel ist way bigger als die in Breath of the Wild. Oh, das ist gar nicht die Zitadelle der Zeit. Upsala. Naja, habe ich es in der Stream-Ankündigung falsch geschrieben. Egal. So, und da seht ihr jetzt. Oh, warte mal, ich muss mal kurz die Vorschau deaktivieren. Und den Fenstermodus-Projektor aktivieren. Dann sehe ich auch was. So, weil sonst ist das Fenster zu klein. Hallo Rebecca, wundervoll, dich wieder zu lesen. Einen wundervollen, cuten Mittag und schön, dass du da bist. Hi, hi, hi. Little Dreamer, was hast du jetzt gesehen? Worauf war es bezogen? Genau, also es ist schon alles groß, I guess. Ich würde sagen, man sieht auch relativ gut, wo ich hier lang bin. Zumindest so ein bisschen an den Namen der Häuser und hier so an. Da ist ein Shop gewesen, da ist ein Kapselspender, so. Dingens, Dingens. Wenn ihr irgendwas nicht versteht, nicht kennt, was auch immer erklärt bekommen haben wollt, hook me up. HMO, hook me up, oder? Ja, ich glaube schon. sag einfach Bescheid. Genau, und wir sind jetzt von hier. Ja, genau, von hier runter gesegelt hierhin zum Tempel der Zeit. Weil wir die Aufgabe haben, diese Zelda zu suchen. Wir haben sie in einer kleinen Rückblende auch gesehen. Aber sie ist nicht bei uns. Sie ist immer noch weg. Und ja. Dann müssen wir jetzt hier mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht. Ich war gestern Abend ein bisschen zu müde, um weiterzumachen. Aber ich bin voll stolz, dass ich 5 Stunden durchgehalten habe. Und nächste Woche freue ich mich auch sehr. Da spiele ich dann jeden Tag zweimal. Also ich streame jeden Tag zweimal. Einmal 3 Stunden am Morgen, 3 Stunden am Abend. Und das sollte eigentlich ganz gut funktionieren mit einer quasi großen Mittagspause dazwischen. Und ich freue mich schon ganz doll darauf. Wow. So, was muss ich hier machen? Ach so, jetzt hast du den Bonk gesehen. Den Bonk hab's vorhin weggeschaut, weil ich was anderes gemacht habe. Bonken und dann wegschauen. Das sind mir die Liebsten. Nee, alles gut. Ah, wundervoll. Mal schauen, wie lange ich zuschauen kann. Muss bald einkaufen. Oh ja, einkaufen ist wichtig. Nicht vernachlässigen, aber ich freue mich, dass du da bist, solange du kannst. Süß, dass du eine Fee an dir hast. Ja, gell, ich liebe das. Ich weiß nicht, wie ich drauf kam gestern. Ich habe halt eine Fee als Badge für eure Namen, halt, wenn ihr einen Sub habt, gemacht. Dann dachte ich mir so, hey, die kannst du auch rosa machen und an deine Haare dran machen. Und dann habe ich das einfach gemacht. Na, schön, dass dir auffällt. Wo Sound? Habt ihr keinen Sound? Warte mal. Ihr hört doch alles. Ich weiß nie, ob Film mich. Nee, hört's doch. Warte, wo ist die Szene? Doch, ihr habt Sound, oder? Etwas leise. Ja, hier passiert ja auch gerade nichts Dolles. Ich würde ja jetzt gerne Bombe schmeißen, um euch zu zeigen, dass es. Also, es ist genauso laut wie gestern. Quasi. Ich troll never. Ja, ich bin mir bei dir halt unsicher. Ob das getrollt ist bei dir oder nicht. Ja, okay, ich mach's ein bisschen lauter mal. Danke für das Feedback auf jeden Fall. Ich höre natürlich auch euch. Ich will nur es wirklich vermeiden, dass euch irgendwie die Ohren abfliegen. Jetzt müsste es besser sein, oder? Ist besser jetzt?
Oh ja, Rebecca, danke schön fürs First einlösen. Sehr nice. Und danke für die Rubine. Ein Grund, warum ich die Switch liebe, keine Ladezeiten. Das ist sowas von gelogen. Das ist so dermaßen. Das stimmt so dermaßen nicht. Dieses Spiel hat recht viele Ladezeiten, aber meistens, wenn man stirbt. Und ich finde, dass wenn man ins Spiel reingeht, bis man im Titelbildschirm ist, das ist eine sehr lange Ladezeit, finde ich. Deswegen habe ich das direkt schon vor dem Stream gemacht, damit ihr das nicht abgekickt habt. Aber keine Ladezeiten, es stimmt wirklich gar nicht. Es ist aber wenig. Es ist gut wenig, würde ich sagen. Okay, ich check nicht, was hier Sache ist. Hier ist nichts. Die Räder bewegen sich auf jeden Fall jetzt. Und da oben ist so ein Rad in der Mitte, was sich bewegt. Ich muss sagen, dass das Zelda wie eine Mischung aus fast allen besteht. Es gibt so vieles, was man aus anderen Zeldas kennt. Das macht es schon geil. Ja, das stimmt. Das muss ich auch. Also sehr viele haben jetzt den Teil hier mit Elden Ring verglichen. Ich kenne Elden Ring nicht. Ich habe das nur mal so ein bisschen nebenbei geguckt bei anderen Leuten. Das fühle ich jetzt aber irgendwie nicht so. I don't know. Aber ich finde es auch schon. Also, jetzt, wo ich Skyward Sword halt gespielt habe, was halt so ein ganz anderes Zelda ist, so gefühlt, ist das hier schon wieder sehr, sehr heimisch. Sehr zelterisch. Ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Was will dieses Spiel von mir? I don't get it. Ich meine, es sieht alles sehr schön aus. Ich kann ja nicht da drauf. Kann ich da drauf? Nee, oh doch, vielleicht. Ich kann mal probieren, ob mich die Schaufel mitnimmt. Ich weiß es, Frau Mimi, ich weiß es. Ich probiere gerade noch kurz. Nee, ich bin ja viel zu klein. Oh mein Gott. Okay, warte, kann ich von der Treppe aus springen? Aber es muss sich ja gedreht haben, sonst falle ich ja runter. Ich bin so verwirrt. Nee, okay, ja, bitte, bitte tell me einen Tipp, wie es weitergeht. Ich bin. Oh, muss ich die Zeit zurückdrehen? Nee, das ist Schwachsinn, oder? Upsala. Oh, warte, warte. Wenn ich die Zeit zurückdrehe, dann kann der mich doch mitnehmen. Weil er ja dann. Oh Gott, bin ich smart. Ah, jetzt sehe ich es, Lindy, mein Zeitumkehrer. Danke. Ich kam selber drauf. Ich bin sehr stolz. Und da auch, oder? Ich habe gar nicht an die neue Kraft jetzt gedacht gehabt. Aber da oben in der Ecke habe ich jetzt das Symbol gesehen, was ich gar nicht so kenne. Deswegen dachte ich mir schon, jo, das könnte es sein. Upsala. Jetzt habe ich Mist gebaut, ne? Hör auf. Ja. Brav, gut so. Oh, warte, jetzt kann ich doch. Ja, haha, selber drauf gekommen, so smart. Ja, gell? Überraschend, wie wir denken. Ich habe es sofort gecheckt und du hast erst nachgedacht. Ja, ich habe alles Mögliche jetzt gedacht und ich dachte mir halt, jo, das dreht halt in die falsche Richtung, ne? Aber ich kam jetzt nicht drauf. Also, ich bin ja erst drauf gekommen, aber sehr interessant trotzdem. Aber ja, danke für die Hilfe. Das ist aber auch so oft einfach so. Ich finde etwas überhaupt nicht, was ich gerade suche. Und gucke mindestens 2, 3 Minuten. Frage dann meinen Freund, hast du das und das gesehen? Dann sagt er nein und genau in diesem Moment finde ich es dann. Kennt ihr das? Das ist so krass. Das ist auch mit meiner Mama passiert das total oft. Aber wenn ich das alleine mache, ohne jemanden zu fragen, finde ich es nicht. Oder auch. Wie heißt dieses Wort? Und dann beschreibe ich das kurz und dann sagt die andere Person, ah, ich weiß gerade nicht. Und ich dann so, ah ja, jetzt weiß ich es, Dankeschön. Und die Person hat mir eigentlich gar nicht geholfen damit, aber hat mir halt irgendwie damit geholfen, dass ich das ausformuliert habe, I guess. I don't know. Ich finde es so witzig. Es passiert so oft. Deswegen, ich glaube, ich kam erst drauf, eben weil ich gesagt habe, ja, bitte helfe. Kenne ich nicht, habe ja deinen Freund nicht bei mir. Das ist auch gut so. Das ist auch gut so, der ist bei mir. Der war gut, der war gut.
Die Statue der Göttin zeigt ein mildes Lächeln. Toll. Danke. Ich möchte beten, bitte. Reichen drei überhaupt? Ich kann ja nicht beten. Die macht nichts. Hä? Okay, jetzt bin ich. Jetzt bin ich verwirrt. Ach so, ich kann die Tür einfach öffnen. Das ist mir zu easy. Das stimmt doch irgendwas nicht. Boah, krass. Oha! Ich habe zu wenig. Ich habe zu wenig Herzen. Ich habe doch gesagt, da stimmt was nicht. So. So. So ist es. Ich muss mal mein Stream Deck gerade ein bisschen mehr näher zu mir holen, dass ich da auch drauf drücken kann. Ich würde es zu gerne spielen, aber an dem Fernseher komme ich jetzt nicht so gut ran wegen meiner Mutter und auf der Switch selber ist mir zu klein. Oh, interessant. Ich finde, wenn man es auf der Switch hat, ist man halt so nah dran, dass es für mich riesig wirkt. Ist es bei dir nicht so? Ich dachte, es wäre bei allen so. Dieses Tor stellt deine Lebenskraft auf die Probe. Gott, neues Masterschwert oder was? Uff. In deinem geschwächten Zustand ist es fraglich, ob du der Herausforderung gewachsen bist. Es existiert aber noch ein weiterer Schrein auf dieser Insel. Wenn du seinen Segen erlangst, könnte es genügen. Jeder Schrein hütet ein Segenslicht. Wenn du diese sammelst und der Göttin darbietest, wirst du womöglich gesegnet. Bitte zeig mir dein Purapet. Aber claro. Das Purapet verfügt über eine Teleportfunktion. Siehst du die blauen Symbole auf der Karte? Ach, jetzt kann ich teleportieren. Ich verstehe. Du solltest dich jederzeit zu diesen Symbolen teleportieren können. Na, nutze die Teleportfunktion, um den verbleibenden Schrein zu finden. Okay. Oh, meine Herzen sind wieder voll. Das ist aber nett. Das ist aber nett. Okay, ja, das hier hätte ich gestern auch noch hingekriegt. Aber das wusste ich, wusste ja nicht. Ich wusste ja nicht, wo es geht. Upsala, warte mal, ich habe das Ziel jetzt einfach weggemacht. Das wollte ich aber nicht. Wenn du eine Aufgabe auswählst und A drückst, wird dir Zielpunkt angezeigt. Ja, yeah, I know. Und die verschlossene Pforte habe ich geschafft. Schön. Was mir gestern gar nicht richtig aufgefallen ist, hier sind ja schon drei Bilder im Album. Und es sind genau die, die Zelda in der Story am Anfang fotografiert hat. Ich bin so begeistert davon. Es ist so ein schönes Detail. Genau, der Fotomodus ist dann wahrscheinlich hier. Den haben wir dann ja wahrscheinlich noch nicht. Und was das andere ist, weiß ich gerade nicht. Kann ich mich eigentlich hier drin teleportieren, während ich im Wasser bin? Das geht nicht, ne? Ach, wir sind. Ach, das ist der Raum des Erwachens. Ah. Doch, ich kann, während ich im Wasser bin, teleportieren. Alles gut, alles paletti. Ich war so froh, als die Teleportfunktion da war. Hat mir gefehlt. Ich habe es am Anfang gar nicht gebraucht. Aber jetzt so langsam wäre ich an dem Punkt, wo ich auch sagen würde: Komm, gib mal. Mach mal Teleport. So, vergessene Himmelsinsel. Ach, das ist, wo wir aufgewacht sind. Ja, genau. Ja, okay. Und jetzt müssen wir dahin. Okay. Ich vergesse immer auf die Minikarte zu gucken. Ach, jetzt müssen wir hier nochmal durch. Ganz viel springen und schwimmen. Springschwimmen. Ein Galuwiel. Hallo? Tastatur, hast du Bock? Ja. Kann sein, dass sie langsam leer geht. Vielleicht ist es deswegen gerade ein bisschen zickig. Aber sie zeigt nichts Rotes an. Naja. So, oh, es ist befreiend, wenn Neko mit mir einfach macht, was sie soll. Das ist so schön. Ja, ordentlicher Sprung hier. Wenn schon, denn schon. Nee. Habe ich gerade einen Superball geworfen? Warum? Was habe ich mir dabei gedacht gerade? Glaube, ich habe gar nicht nachgedacht. So, jetzt gucke ich erstmal auf der Karte, weil ich sollte jetzt, glaube ich, nicht runterspringen. Nee, das will ich nicht.
glaube, ich sollte eher irgendwie so da hochklettern, habe ich das Gefühl. Hier geht's nicht. Hier geht's. Klettern auch nicht. Ach Quatsch, ach, ich kann ja die Fähigkeit benutzen. Wait a moment. Eine der neuen Fähigkeiten ist der Deckensprung. Hallo? So. Das ist doch. Das wollte ich doch. Dankeschön. So, kann ich. Das ist zu hoch, ne? Ja, natürlich. Aber hier kann ich jetzt klettern, oder? Alles klar, Little Dreamer. Viel Erfolg beim Einkaufen und ich wünsche dir möglichst wenig Menschen. Ups, ich habe mich verschrieben. Das muss ich gerade mal. Das muss ich gerade mal fixen. Vielen lieben Dank für. So, besser. Hallo Franzi, einen wundervollen, cuten Mittag und schön, dass du vorbei schaust. Ich freue mich. Oh, bitte sag mir jetzt nicht, ich brauche irgendwas, mit dem ich mehr Ausdauer habe. Ich habe nichts mehr zu essen, ne? Aber, ne, ich habe auch keine Knollen mehr. Ach doch, der Pilz hier gibt Ausdauer. Aha. Warte mal, dann springe ich mal gerade runter nochmal. Das war jetzt nicht wirklich weit. Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Oh mein Gott. Und dann probiere ich zum ersten Mal den Kochtopf für unterwegs. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Heute ist so schönes Wetter. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Das ist auch sehr, sehr schön. So, ein Reisekochtopf, bitte. Danke. Und jetzt. Halb. Da kann man ja nur gute Laune haben. No. Mir geht's auch erstaunlich gut heute. Bin erstaunt. Aber ja, das habe ich ja gerade gesagt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ach, der Topf geht wirklich nur für ein einziges Gericht. Okay. Damit sollte ich jetzt aber gut gerüstet sein, um bis nach ganz oben zu kommen, würde ich sagen. Mir gefällt dieses Spiel bisher sehr, sehr gut. Ich bin sehr. Also, gestern war ich gar nicht so. Also, gestern Abend war ich sehr unzufrieden mit allem auf der Welt. Ich glaube, das hatte nichts mit dem Spiel zu tun, sondern nur mit meiner Psyche. Während ich es gespielt habe, hat es mir aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen habe ich mich auch heute sehr, sehr doll drauf gespielt, weiter zu drauf gefreut, weiter zu spielen. Und bin sehr, sehr happy. Und hoffe, wir haben jetzt eine nice Zeit heute. Und ich freue mich ganz doll. So, ich hoffe mal, dass der Spieß reicht. Ganz nah oben. Schön, wenn es dir gut geht. Ja, gestern war ein schwieriger Tag. Mittwoch war auch sehr schwierig. Donnerstag war so lala. Und heute ist so wieder der erste Tag seit Montag, Dienstag, wo ich sage, jo, mir geht's gut. Das ist voll schön. Hast du das andere davor auch komplett durchgespielt? Ja, ich habe Breath of the Wild auf 100% durchgespielt. Nicht im Stream tatsächlich, sondern privat. Aber im Stream habe ich zum Beispiel die restlichen Crocs so eingesammelt. So könnte man. Wow. Oh, die Aussicht ist aber schön. Oh mein Gott. Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass ich ins Wasser falle? Da geht es tief runter. Ja. Ja, jetzt. Nein, jetzt muss ich da drin nochmal laufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich glaube hier. Okay, warte. Warte mal, wenn ich jetzt im Wasser drauf gehe, lande ich dann da oben? Ja, oh mein Gott, ich habe mir so viel Weg damit erspart. Oh mein Gott. Ah, schaut euch das mal an, wie geil das aussieht. Oh mein Gott.
Ich liebe Sonne, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Ja, ist voll schön. Und Link ist sehr, sehr rot. Oh, schön. Da sind die Herzen. No. I really like. So, jetzt kann ich mir noch mal kochen. Und mal gucken, ob es dann mit zwei Pilzgerichten klappt. Ach, warte mal, ich kann doch direkt zwei aufstellen. 10 sogar, wow. Übertreib halt. So, nehme ich dreimal das. Und dreimal das. So, jetzt sollte ich das aber schaffen hier. Und ja, das ging wirklich tief. Und ich habe halt echt gedacht, ich wäre jetzt Game Over oder so. Aber dass der halt einfach immer weiter gefallen ist, gerade hat mich sehr verwirrt. Was war ich am Erzählen? Ich war am Erzählen, dass mir das Spiel gut gefällt. Achso, ja, ich habe 100, Breath of the Wild auf 100% gemacht. Also ich habe wirklich alles gesammelt, freigeschaltet, gemacht, was man konnte. Und das, denke ich, werde ich bei dem Spiel hier auch machen. Aber weil das so viele Stunden braucht, ist das eher eine Sache, die ich offstream mache. Und deswegen habe ich halt gesagt, dass ich jetzt eine komplette Woche jeden Tag Tears of the Kingdom im Stream spiele. Außer am Sonntag. Also außer morgen. Und dann, ab dann spiele ich quasi privat alleine. Weil ich habe sowieso noch ziemlich viele Spiele, die ich im Stream spielen möchte. Nächsten Monat im Juni gibt es sehr viele Pride-Spiele bei mir. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und da habe ich dann eigentlich sowieso keine Zeit mehr für Tears of the Kingdom. Deswegen mache ich das dann privat. Da freue ich mich auch schon drauf. Also insgesamt finde ich eine tolle Regelung und toll, toll gelöst und tolles Spiel. So. Und ja, und ich habe mir wirklich wegen Tears of the Kingdom eine Woche nichts vorgenommen. Ich habe keinen einzigen Termin, wo ich eine Person treffen muss. Damit ich einfach mal so ein bisschen Psyche resetten kann, mal ein bisschen zur Ruhe kommen kann, aber eben auch zweimal am Tag Tears of the Kingdom streamen kann. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird schön. Ah, ach so. Oh, hier ist eine Gleitervorrichtung. Okay. Und wo muss ich hin? Ich muss weiter hoch. Oh ja, hier mit dem Gleiter runter. Das stelle ich mir auch schön vor, ja. Erzähl mir warum. Was denn warum, Phil? Ich stehe auf dem Schlauch. Ich habe so viel gerade gesagt. Da können sich sehr viel auf dieses Warum beziehen. Was ist das? Ach so, das ist ein umgefallenes Dingensie. Ach so, erzähl mir warum. Tell me why. Ja, ich muss mal gucken, ob ich Tell me why schaffe. Vielleicht klappt es erst im Juli. Aber ich will es auf jeden Fall dieses Jahr, also dieses Halbjahr. Nee, ist ja Ende Juni vorbei. Also in nächster Zeit will ich es auf jeden Fall spielen. Ich habe mal die Stunden ausgerechnet. Also ich kann ja von der Kapazität her so 3 bis 4 Stunden am Stück streamen. Und ich habe mal ausgerechnet, wie viel alle Life is Strange-Teile zusammen, wie viele Stunden das ungefähr wären. Ohne Completionist, also ohne 100%, sondern nur durchspielen. Und die Stundenanzahl überschreitet die Zahl, die ich, wenn ich fast jeden Tag streame, schaffen würde. Das ist ein bisschen schade, dann muss ich mal gucken, wie ich das lösen kann. Was ist mit dir los, Junge? Was ist denn mit dir los? Ich glaube, der war zu lange in Gefangenschaft. Oder so. I don't know. Er läuft zwar hier frei rum, aber er ist ja komplett Banane gerade gewesen. Eieieiei. Aber ja, also Juni ist Life is Strange vor allem und die anderen Pride-Spiele, die ich noch spielen will, die kommen dann wahrscheinlich im Juli dran. Da habe ich, im Juli habe ich tatsächlich auch noch gar keine Pläne, was Spiele angeht. Von daher. Doch, okay, das ist nicht ganz richtig. Der Plan, den ich habe, ist ein bisschen mehr freie Zeit. Das
heißt, ich gebe jetzt beim Stream nochmal alles die Woche im Mai, quasi, also nächste Woche. Und dann mache ich ein bisschen mehr Pausen. Weil ich merke schon, ich bin ziemlich überarbeitet, ziemlich überlastet. So. Mal gucken, was ich daraus mache. Aber ich bin nicht weg. Also ich bin trotzdem da. Es tut mir auch nicht gut, komplett gar keine Regelmäßigkeit mehr drin zu haben. Deswegen gucke ich einfach, dass ich da so ein bisschen eine Balance finde. Achte auf mich und meine Gesundheit halt einfach. Und wird bestimmt trotzdem nice Streams geben. Das schließt sich meiner Meinung nach nicht aus. So, wo ist denn mein Ziel? Ich bin jetzt über dem Punkt, wo wir gerade in der Höhle drin waren. Das ist ja interessant. Planung hört sich doch gut an. Dankeschön. Ja, ich finde auch. Bin ziemlich zufrieden damit gerade. Ich glaube, das ist schon der erste gute Schritt. In die richtige Richtung. privat ist gerade bei mir einiges im Argen, deswegen habe ich auch nicht so richtig erzählt, nicht auf Twitter, nicht hier. Ah, das ist alles so ein bisschen Belastung. Deswegen hoffe ich, dass es mir dann ein bisschen besser geht. Hier ist doch nichts. Was will die Karte von mir? Okay, ich muss wahrscheinlich irgendwie runter oder so. Hallo, ich möchte gerne bitte diesen Apfel. Nee, das ist nicht, das ist keine gute Waffe. Danke. So. Ruhe und Erholung muss auch sein. Ja, da bin ich sehr schlecht drin. Das ist sehr bedenklich. Aber es ist sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Ich habe die leise Vermutung, ich hätte gar nicht hier hochklettern müssen. Verdammt, dass die Karte aber halt auch die Höhen nicht wirklich. Also. Ist ja kein Schrein. Mitte hoch der große Baumstamm. Okay. I try. Ich drücke dir die Daumen und hoffentlich wird es schnell besser. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich hoffe auch. Ich halte euch auf dem Laufenden. Oh! Also Phil hat auf jeden Fall einen Krog gefunden. Dankeschön, Phil. Oho, du hast dich gefunden. Tschüss. Ich habe mich eh die ganze Zeit gefragt, geht man unter, wenn man zu lange draufsteht? Nee, anscheinend nicht. Anscheinend geht es nur ein Stückchen runter. Okay. Da ist noch ein Krog. Ich habe mich gerade echt ein bisschen erschreckt. Da hat der Phil in und off-game was gefunden. Schön, schön. Oh, was ist das? Das sieht ja gar nicht gut aus. Uff. Haha, interessant. Oh, die Sonne geht auf. Na, no, das sieht ja noch schöner aus als eben. Oh mein Gott. Na. No. I like. Oh, ich bin einfach so ein Fan von Sonnenaufgängen. Und Untergängen. Ja, gut, also. Hier war auf jeden Fall eine Kiste. Aber sonst ist hier echt gar nichts. Das ist ja voll bedenklich. Ich guck mir jetzt nochmal den Tagebucheintrag an. Es ist dir nicht gelungen, das Tor am anderen Ende des Tempels zu öffnen. Rauru ist sicher, dass das in einem deinem geschwächten Körper liegt und rät dir, das Segenslicht am letzten Schrein der Insel zu besorgen, um es der Statue der Göttin darzubieten. Teleportiere dich mit Hilfe des Pura-Pads zu dem markierten Schrein. Vielleicht ist das doch unten halt drinnen, ne?
könnte. Also, weil ich meine, ein Schrein kann man jetzt nicht übersehen. Das ist halt ein Stein, ne? Also. Ich habe halt leider auch kein Segel. Das, also kein. Ich kann da jetzt nicht runterspringen. Ah, nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott. Okay. Ich kann da jetzt nicht runterspringen und mir die Gegend. Also, ich kann runterspringen und mir die Gegend angucken. Ich weiß nur nicht, wie zielführend das ist. Ich würde aber tatsächlich sagen, ich springe runter und gucke zu dem Punkt. Und wenn man außen nichts sieht, dann muss es drin sein. Das ist doch. Eine ganz gute Idee. Du hast doch aus der Truhe drei Dinger bekommen. Ja, das stimmt, das ist richtig. Oh Gott, oh, das ist kein Wasser. Oh mein Gott, aua, aua, aua. Das habe ich verdient. Ja. Game over. Genau, nach dem Game over dauert das Laden halt. Drei Gleiter und man kann die nur benutzen an diesen Gleiterschienen. Aber damit wäre man ja ganz weit weggekommen. Ich bin ja an der richtigen Stelle. Ich muss ja nicht ganz weit weg. So. Deswegen habe ich jetzt den Sinn hinter dem Gleiter benutzen nicht gesehen. Also, sehe ich immer noch nicht.